Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es mal um Filmmusik, denn ich konnte mir via eBay sehr günstig ein paar Motion Picture Soundtracks sichern, original Motion Picture Soundtracks, und zwar Schallplatten, richtig coole Teile. Das Ganze war gebraucht, aber wie gesagt, ich hatte echt Glück. Ich biete ja immer wieder mal mit und denke mir so, ja okay, das wäre es mir wert. Ab und zu gewinnt man, ab und zu verliert man. Diesmal habe ich gewonnen und ich würde sagen, wir schauen uns dann auch direkt an, welche coolen Soundtracks jetzt dann hier mit enthalten sein werden. Das ist jetzt hier leider etwas verpackt, recht ungünstig, wie ich finde. Ist zwar ja schön, dass hier Glas draufsteht, aber wenn hier auch noch Schallplatten drin sind, wie soll man denn das Ganze aufbekommen? Ganz ehrlich. Aber gut, gucken wir es uns mal an. Aha, hier war sogar noch ein Karton, damit man nicht reinschneidet. Und jetzt bin ich mal gespannt. Dann holen wir mal den ersten hier raus. Und dann haben wir hier... Nö, ist nicht der erste. Es sind zwei. Teachers. Original Soundtrack from the Motion Picture. Hier, halte ich euch mal rein. So schaut das aus. Schaut doch richtig cool aus. Wunderbar. Und dann zeigen wir euch auch mal die Rückseite. So. Und ich kann es noch ein Stück höher halten. Viel mehr geht dann aber nicht. Nach vorne zumindest. Weil ich sonst gegen das Stativ stoßen würde. Aber ich denke mal, ihr konntet es recht gut sehen. Ja, dann machen wir mal hier uns ein bisschen Platz. So, wunderbar. Und dann, das wollte ich nämlich unbedingt haben. Das ist wunderbar, dass es dabei ist. Nämlich Saturday Night Fever, der Soundtrack. Hammergeil. John Travolta, und ihr wisst es, ihr seht es hier hinten, Saturday Night Fever, die Jackenedition oder die Anzugsedition. Passend dazu kommt jetzt dahinter der Soundtrack, ja, vom Film. Richtig cool. Ja, können wir sogar so hinlegen. Hier der Soundtrack. Dirty Dancing. Die Rückseite. Auch hier wieder. Sehr viele Kultlieder dabei, wie She's Like the Wind, performed by Patrick Swayze, Hungry Eyes, Eric Carmen und wie sie alle heißen. Richtig schöner Soundtrack, auch in tollen Konditionen. Oh, hier ist auch nochmal, wenn man sich das angucken mag, steht noch alles mit drauf. Ja, also richtig cool. Hey, da sind sogar die Songtexte mit drauf teilweise. Also das ist auch mal geil. Und dann können wir uns auch mal eine Platte anschauen. Ja, Kinder, so sieht eine Schallplatte aus. Alles in Ordnung. Wunderbar. So, perfekt. Dann gehen wir zum nächsten über. O Canjero, Die Gesetzlosen. Originalmelodie aus dem Film Die Gesetzlosen. Okay, den kann ich jetzt gar nicht. Falls ihr den kennt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ja. So schaut das Ganze aus. Okay, coole Sache. Reggae-mäßig aus irgendwie. Keine Ahnung. Oh, perfekt, auch das wollte ich haben. Ist hier sogar noch der D-Mark-Preis drauf, 15,95. Und zwar Flashdance, denn wir haben hier hinten diese Ding-Edition und da kommt die schöne Schallplatte auch noch mit dahinter. Ja, müssten wir eigentlich mal unseren Schallplattenspieler wieder anschließen. Ich habe ja eigentlich zwei.
Bloß der eine ist auf dem Dachboden und der andere ist ein bisschen hier in Vergessenheit geraten. Den kann man dann mal wieder entstauben. Hier dann die Tracklist sozusagen. Voll cool. Und hier oben müsste hier noch das Preisetikett sein. Geil. Perfekt, 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 Leute. Oh mein Gott, natürlich. Sehr schön. Guckt es euch an. Top Gun. Geil. Geiler Film. Mega geiler Soundtrack. Ich habe euch da ja schon ein Tribute-Video gemacht mit den besten Songs und Szenen. Ich werde das, wenn ich es mal nicht vergesse, unten natürlich verlinken. Und ich habe euch ja im Zuge der Vorstellung meiner Jacken-Slip-Cover ja auch meine anderen Top Gun-Editionen gezeigt. Und guckt euch mal das Video an, das werde ich definitiv hier verlinken. Dann kommt ihr auch zu allen anderen Videos. Dann einfach immer nur in die Videobeschreibung reingucken. Den hier mal zur Seite, komme ich leichter hin. Dann schauen wir mal, was noch drin ist. Perfekt! Tja, perfekt! Der Film Perfect mit John Travolta und Jamie Lee Curtis. So, da war sie noch richtig gut in Shape. Unsere gute Jamie hat ja Wahnsinnsfigur gehabt früher. Wahnsinn. Wenn man da allein an True Lies denkt, ihren Strip, den sie da hingelegt hat, vor dem Arnie. Hammerfrau. Jawollingen. Da wollte ich euch auch noch ein Video dazu machen. Und zwar Balalalalabamba. Geil. Hier haben wir La Bamba, der Soundtrack. Mega cool. Richie Valens. Ja, da möchte ich auch noch so ein Tribute-Video machen. Vielleicht ist es sogar schon erschienen, bis ich dieses Video hier release. Ich weiß es nicht. So, dann geht's weiter. Wow. Geil. Und dann noch vom geilsten Teil. Rocky. 4. Mega cool. So, Rocky 4, Original Motion Picture Soundtrack. Bam. Hier, das kann man sich gleich hinhängen als Motivation. Ja, Burning Heart, Hearts on Fire, Eye of the Tiger, Living in America, No Easy Way Out. Mein Gott, eigentlich müsste ich allein zu dem Teil auch noch ein Tribute-Video machen. Oder was sagt ihr? Falls ihr euch das wünscht, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Jawoll! Salsa! Sehr schön. Also, da, richtig geile Soundtrack. Filme ja auch so Tanz-, Musikfilme, wo sich auch richtig geile Musik drauf befindet. Und nicht nur irgendwas so ein Score von Hans Zimmermann. Nein, Spaß. Geiler Film, auf jeden Fall. Salsa, was gab es da noch? Lambada. Und wie sie alle hießen, da wollte ich auch mal ins. Boah, mega geil. Wow, Hammer, wie das auch aussieht. Hier haben wir Mad Max. Ja, Mad Max. Thunderdome. Guckt euch mal hier die Qualität an. Echt cool. Geil. Geiles Teil. So. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Jo, meine lieben Filmfreunde. Also, wie ihr sehen konntet, richtig cool. Jetzt muss ich mir nochmal nachzählen. Ich habe hier eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. 11. 11 LPs. Und ich habe es für 22 € ersteigert. 2 € pro LP.
Richtig cooler Preis. Mal Glück gehabt, ja, muss man auch mal haben. Und hoffentlich habe ich demnächst dann mit der Mittelerde Ultimate Collection Edition Glück. Da jage ich ja immer noch hinterher. Jo, meine lieben Filmfreunde, also das war's dann mit dem Video der Schallplatten-Soundtrack-Editionen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus! Oh, richtig schön. Oh, shit.